So, Auswertung, schnelle Auswertung. 18. Spieltag, Winterpause, ja, meine Wintertransfer komplett ins. Nein, nicht komplett. Aber mit Aubameyang und Bentaleb wahrscheinlich zwei Spieler mit über 10 Millionen im Kader, die nicht so viele Punkte einfahren werden in der Rückrunde. Scheiße. Okay, Bobby 05, für dich lief der 18. nicht besser. Zwei Punkte hast du gemacht, wenn ich mir deine Aufstellung angucke. Ja, wann? Wunderbar. Kramaric spielt endlich. Minus 5 Punkte sind der Dank dafür. Ebenso hier Griffo, Westergaard, nochmal minus 8 zusammen. Genau, dich rettet so ein bisschen der Bürki vor einem Katastrophenspieltag mit minus 8 Punkten. Alles klar, schauen wir uns die Top 5 an und da ist mir aufgefallen, ja, klar, ich habe nicht mehr alles ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind 5 neue Leute, die noch nie in der Top 5 des Tages waren. René Dittmeier war mal da, aber der ist nur Sechster. Also 51 Punkte, der getrittelte dritte Platz mal wieder, ich liebe dieses Wort. Ja, genau, den Timo Werner, den hätte ich mir mal holen sollen im Tausch gegen Aubameyang. Du hast ihn, herzlichen Glückwunsch dazu, mit Kruse und Lever, geile Combo, die aber gar nicht gepunktet hat, trotzdem 51 Punkte, weil sich in deinem Team halt noch andere Größen tummeln, wie ein Bailly, wie ein Kayubi Maxim, der gepunktet hat, Naldo, Orban, ja, Castells, kann man machen, 51 Punkte, ähnlich bei Alexander hier, Volland noch anstatt Lever, der getroffen hat hier gegen die Bayern, ebenso Bailly, Coman. Ja, ich merke, ich denke mal, die ganzen Aufstellungen werden sich jetzt ziemlich ähneln. Für diejenigen, die Wintertransfers à la Bailly, à la Naldo begangen haben. Genau. Ja, hier ist noch Vogt und Hübner, der auch noch sein Tor gemacht hat. Ja, bin ich mal gespannt, wie Hübner sich so macht in der Rückrunde. Da habe ich schon ein paar Diskussionen geführt über den. Aber am 18. Spieltag gleich mal seine Hütte gemacht. Jo, dann haben wir den zweiten Platz, Daniel Köhnlein. Ah, dein Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, du warst schon mal drinne. Jo, Harnik. Ja, und trotz dreier Tore leider mit 0 Punkten rausgegangen. Dafür James, hammergeiler Freistoß aus dem Stand heraus. Meine Güte, das war schon ganz stark, die Nummer. Das waren 55 Punkte für dich. Und der Tagessieg, danke, geht an Jannik Schröder mit 59 Punkten. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Hier mit Volland und Stindl gar kein klassischer Sturm. Also Lever fehlt hier komplett im Grunde genommen. Zakaria ist auch ein Spieler, der jetzt nicht wahnsinnig oft vorkommt. Interessante Aufstellung, aber trotzdem fast 60 Punkte. Herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg. Gehen wir mal kurz in die Gesamtwertung rüber. Und zwar hier von der Managerliga. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus hier. So, unsere Liga. Und zwar hier jetzt Gesamtwertung. Jetzt bin ich hier richtig gelandet. Genau, Platz 5, Christian Hippe. Ich habe mir schon öfter drin. 780 Punkte. Ja, mit Hazard muss man ja gucken. Gladbach steckt so ein bisschen in der Krise. Dafür Werner. Ab. Ich werde leiden jedes Mal, wenn ich sehe. Ein Lever auf der Bank. Okay. Warum auch immer. Würde mich interessieren, falls du dir das Video anschaust, gib mir mal einen Kommentar dazu, warum da ein Lever auf der Bank sitzt. Jan Deiss, 788 Punkte. Der vierte Platz gesamt. Kruse, ja, wenn Bremen auch wieder. Warum sitzt Lever überhaupt auf der Bank? Vielleicht ist es auch nicht die Aufstellung vom letzten Spieltag. Ich weiß es gerade nicht. Kruse, wenn Bremen eine ähnliche Rückrunde spielt, ist das ein unfassbar geiler Sturm. Dadurch noch hier Gregoritsch, Pulisic, Bailly, Geiger, saugeil, saugeil. Klar, Sané muss man gucken. Der dritte Abwehrspieler fehlt mir so ein bisschen in deinem Team. Ja, zum Glück fehlt da irgendwas. Hier Padomus, 789 Punkte. Hier noch Gnabry auf der Bank, Burgstaller, ja, der irgendwie ist er doch stark. Ich muss es wahrscheinlich akzeptieren dieses Jahr. Das ist sehr gut, dass der Junge dann Harit, der wirklich auch eine geile Saison eingespielt bei Schalke. So, Rang 2, Pacercinio, unser Winterpausenmeister, wurde mit 2 Punkten überholt. Schauen wir uns kurz an, dein Team. Ja, das ist so ein bisschen ein Traumsturm für mich. Ohne Aubameyang nämlich, ja. Geiles Mittelfeld zudem, einen Geiger auf der Bank, saugeiles Mittelfeld. Ohne der Abwehr, das Einzige, was man da ein bisschen gucken muss, finde ich, Diallo, für mich ist Mainz ein Abstiegskandidat. Das heißt, ja, es ist der einzige Schwachpunkt, Pat Cherzinho. Und Christian Späth hat sich den ersten Platz mal wieder zurückgeholt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Gnabry, der noch nicht mal so ganz ordentlich drin ist.
Sind wir gespannt. Hier noch einen Haberer auf der Bank. Den kann man halt nur in Heimspielen einsetzen, aber dafür da umso erst recht. Und auch Diallo. Genau. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was Diallo so macht. Genau. Jo, also so viel zum 18. Spieltag. Ich darf noch ein bisschen weiter vor mich hinhadern mit meinen Transferentscheidungen und hoffen, dass Aubameyang wenigstens irgendwie noch einmal eingesetzt wird oder sowas, bevor er nach London oder sonst irgendwohin sich verabschiedet. Alles klar, ich wünsche allen eine schöne Woche. Macht's gut.